Die Ausstellung Liao Chaodong, Langsame Heimkehr, ist eine weltweit erste Retrospektive eines in China sehr bekannten Künstlers. Wir stehen hier in der Kunsthalle Düsseldorf, die Malerei in den Fokus nimmt. Aber das Besondere dieser Retrospektive ist eine Doppelausstellung. Das heißt, wir können im NRW-Forum in Düsseldorf uns mit dem Making-of, der Fotografie, den Film beschäftigen. Und hier in der Kunsthalle sehen wir seine Malereien, eigentlich das, was ihn auszeichnet. Die Neubetrachtung einer Historienmalerei ist das, was sein Werk weltweit einzigartig macht. Er ist geboren 1963 und hat in China die Lebensverhältnisse studiert oder auch am eigenen Leib erfahren. Er ist beispielsweise als Student dann konfrontiert gewesen mit den Unruhen am Platz des Himmlischen Friedens. Er war direkt involviert, aber hat auch Jahre später Menschen am Drei-Schluchten-Damm besucht und hat sich mit deren radikaler Lebensveränderung auseinandergesetzt. Das Faszinierende an seiner Kunst ist eigentlich die Plein-Air-Malerei. Das bedeutet, er geht wirklich an die Orte, malt doch draußen häufig, baut ein Zelt auf, lebt erst mit den Menschen, beobachtet diese, kommt mit ihnen ins Gespräch. Die direkte Kommunikation mit den Menschen vor Ort bildet eigentlich dann auch das gesellschaftspolitische Abbild von sozialen Brennpunkten. Und die langsame Heimkehr, der Titel der Ausstellung, bedeutet, dass er weltweit unterwegs war. Also er ist aus China raus, hat sich dann auch wie letztlich in Europa mit den Flüchtlingen hier beschäftigt, war in Griechenland, war in Österreich, hat Flüchtlingslager besucht, hat dort gemalt. Und das ist etwas, was auch, denke ich, das Wichtigste an seiner Kunst ist. Sie kommt von Menschen, sie ist für die Menschen gemacht. Und sie ist etwas, was die Malerei auch wieder ganz neu untersucht. Denn Historienmalerei, haben wir geglaubt, ist mit dem Aufkommen der Fotografie vor 150 Jahren obsolet geworden. Aber er zeigt uns, dass sie immer noch eine Bedeutung hat. Und das ist etwas, was ihn weltweit auszeichnet, was seine Qualität auch ausmacht. Denn wir sehen es ja schon hinter mir. Es sind Malereien von monumentaler Größe, die einen gefangen nehmen, die einen zum längeren Betrachten einladen und auch zum Nachdenken über die heutige Situation weltweit. Insofern halte ich die Ausstellung für wirklich ein Highlight der aktuellen Malereidebatte. Denn was kann Malerei und wie kann sie das, ist hier zu sehen. Das NRW-Forum Düsseldorf ist ein internationales Ausstellungshaus für Fotografie, Pop und digitale Kultur. Und hier sehen wir jetzt das neueste Projekt von Liao Chaodong, eine Malmaschine. Er hat eine Maschine konstruiert, die ein Bild automatisch malt. Und das Bild entsteht über eine Webcam hier auf dem Dach. Ja, wir wollten das ganze Spektrum seines Schaffens zeigen. Er ist Maler, daher kommt er. Aber er fotografiert, er dokumentiert seine Arbeiten. Es gibt Bilder von seinen Reisen, es gibt sehr private Aufnahmen. Dann gibt es auch seine Tagebuchaufnahmen und eben auch ganz viele Filmdokumentationen. Das zeigen wir alles hier im NRW-Forum. Was mich begeistert ist, wie subtil er Kritik übt an den Verhältnissen. Er lebt in China, aber trotzdem thematisiert er ein bisschen die Ränder der Gesellschaft dort. Der Kurator Heinz Norbert Jox hat sich eben überlegt, dass es schön wäre, ein neues Projekt zu realisieren. Deshalb hat er den Künstler mit nach Berlin genommen und diese neuen Bilder sind auch hier zu sehen. Der Kurator hat sich da sehr viel Gedanken gemacht zwischen dem Zusammenspiel der beiden Ausstellungen. Man kriegt, glaube ich, ob man hier ist oder in der Kunsthalle, viel Lust, die andere Ausstellung auch zu sehen. Es ist wirklich eine große Herausforderung gewesen, finanziell, logistisch, diese ganzen Kunstwerke, die zum Teil Millionenwerte haben, überhaupt erstmal hierher zu bekommen. Und das ist die erste große Ausstellung des Künstlers in Europa. Das heißt, es ist wichtig, jetzt zu kommen und die Ausstellung sich anzuschauen.